Moin Leute, Tramit hier. Mal wieder bin ich im Stream über eine Thematik gestolpert, über die ich mit euch unbedingt sprechen möchte. Schnallt euch an, denn heute geht es um Kinderpfi, eine YouTuberin, die für ihren Content 10 Jahre in den Knast musste und den dreisten Versuch, eindeutiges moralisches verwerfliches Verhalten mittels Meinungsfreiheit zu verteidigen. Dank dem amerikanischen YouTuber und Streamer Penguins bin ich über diese Thematik gestolpert und dementsprechend möchte ich ihm auch Credits für diese ganze Ausarbeitung, für die Recherche im Allgemeinen geben. Guckt gerne bei seinem Kanal vorbei, wenn ihr amerikanischen Content feiert. Generell bespricht er auf seinem Kanal sehr viel Drama, Beef und Gossip. Dementsprechend guckt da gerne mal vorbei, falls ihr solchen Content feiern solltet. Das ist Lee Felton, die Mom-YouTuberin, die für ihren Content 10 Jahre in Amerika in den Knast gekommen ist. Und um die Kontroverse um ihre Person und ihren Content verstehen zu können, müssen wir erstmal über die YouTube-Richtlinien und ihre Ausnahmen sprechen. Ein Beispiel für die Ausnahmeregelung auf YouTube ist Nacktheit. Denn Nacktheit ist erlaubt, insofern besagte Nacktheit einen pädagogischen Zweck verfolgt. Dieser pädagogische Zweck könnte zum Beispiel bei Nackt-Yoga oder Stillen gegeben sein. Ich habe natürlich mich für die Forschung geopfert und habe direkt, nachdem mir diese Thematik bewusst wurde, Nackt-Yoga gegoogelt und kam auf jeden Fall zu Ergebnissen. Mit viel Reichweite. Eine weitere Ausnahme im Bereich Nacktheit mit eindeutigem pädagogischen Zweck ist das Stillen von Säuglingen. Gerade das Stillen ist ja nur ein kleiner Teil der gewaltigen Verantwortung, die mit der Mutterschaft einhergeht. Dementsprechend gibt es ein ganzes Genre an Familien- bzw. Mutter-Content auf YouTube, die, wenn es richtig gemacht wird, einen eindeutigen pädagogischen Bezug haben, aber wenn es falsch gemacht wird, vielleicht sogar dann in die Richtung Kindeswohlgefährdung gehen könnte. Diese Thematik ist ja auch nicht neu und wird ja auch schon seit längerem auf YouTube, aber auch auf anderen Social Media Plattformen heiß diskutiert. Ein wesentlicher Teil der Kritik in Bezug zu Mom-YouTubern ist die Sexualisierung von dem Content, den Mom-YouTuber ins Internet stellen. Sozusagen die Sexualisierung der Kinder. YouTuber wie Alicia Joe und Sascha arbeiten dieses Thema regelmäßig auf und bieten zu der Thematik ein umfassendes Meinungsbild. Die Quellen und besagte Videos kann ich nur empfehlen an der Stelle. Dementsprechend müssen wir uns mit der wohl bekanntesten Marketing-Maxime auseinandersetzen. Sex sells. Sex sells ist aus der Werbung nicht wegzudenken. Das ist uns allen bewusst. Wir alle kennen Werbung, die sexuell aufgeladen ist. Und das ist in den meisten Kontexten auch nur bedingt problematisch. Vor allen Dingen, wenn Erwachsene involviert sind, die nicht eindeutig sexualisiert bzw. objektifiziert werden. In Bezug zu Kindern ist sexualisierender Content immer abzulehnen. Immer. Dementsprechend ist gerade dieses Thema in Bezug zu Mom-YouTubern und Family-YouTubern ein rotes Tuch für die meisten normal denkenden Menschen. Und damit kommen wir zu dem Hype, der schon seit einigen Jahren auf Social Media die Runde macht. Hot Tub Streams. Das ist auf Twitch erlaubt. Das ist hier auf Twitch erlaubt. Also du kriegst von diesen weiblichen Streamerinnen, die freizügigen Content auf Twitch machen, regelmäßig als Subscriber von denen eine Nachricht mit dem Hinweis, dass es ja heißen, heftigen Shit über einen gewissen anderen Link zu erwerben gibt. Diese Art von Content, diese Art von Streams existieren nur aufgrund der Maxime Sex Sells. Denn nichts anderes wird in diesem Content geboten. Der selbstsexualisierende Content, der von Menschen betrieben wird, die objektiv bzw. für eine breite Masse als attraktiv und sexuell begehrbar betrachtet werden. Nach diesen ganzen Rahmeninformationen können wir jetzt endlich über die Kontroverse um Lee Felton sprechen und wie sie ihr Kind sexualisierte. Nach der Trennung hat Lee Felton angefangen, Videos auf YouTube hochzuladen, wie sie ihr Kind stillt. Anfangs, so glaube ich, hat sie diese Videos aus reinen pädagogischen Zwecken hochgeladen. Dabei sollte es allerdings aber nicht bleiben. Schnell hat sie bemerkt, dass gerade die Videos, wo sie zum Beispiel ihr Kind stillt, exorbitant viel Traffic bekommen. Denn die Kommentare unter ihren Videos ließen keinen Zweifel aufkommen, dass die Videos von ihr nicht explizit von jungen Müttern oder werdenden Müttern geschaut werden, sondern von einer ganz gewissen Art von Kerlen. Und anstatt sich von dieser Art von Mensch zu distanzieren und ihre Content-Wahl eventuell zu überdenken,
hat sie sozusagen diese Art von Content als ein neues Geschäftsmodell entdeckt. You heard me right. Ach komm, Digga, Schmutz, scheiß drauf. Aber ist der Übergang von pädagogischem Content zu moralisch verwerflichen Content, nennen wir es so, relativ gut nachvollziehbar. Denn die Thumbnails, die sie für ihre Videos verwendet hat, aber auch die Titel, sagen Folgendes. Titles such as Slip and Slide and Mommy's a Whore. Heißt zu argumentieren, dass dort immer noch ein pädagogischer Zweck verfolgt wird, ist irrsinnig. Um das wachsende Interesse an ihrem Content kapitalisieren zu können, hat sie ihr Geschäftsmodell wie folgt gestaltet. Und zwar, für die Leute, die selber keinen YouTube-Kanal bespielen, kann ich das einmal kurz erklären. Sie hat generell Videos hochgeladen, wodurch Leute dann auf ihren Kanal aufmerksam wurden. Und dann hat sie besagten Leuten exklusive Links zu deutlich expliziteren, perfideren Videos geschickt. Diese Links konnte man dann über PayPal oder andere Zahlungsmittel erwerben. Dabei hat sie YouTube als Bibliothek für ihren Content verwendet. Als YouTube-Creator ist es nämlich so, dass man seine Videos, nachdem man sie hochgeladen hat, als nicht gelistet einstellen kann. Diese nicht gelisteten Videos können auf YouTube trotzdem gefunden werden, insofern man den Leuten, die danach suchen, einen expliziten Link zu dem Video zukommen lässt. Heißt, sie hat Videos hochgeladen, diese Videos als nicht gelistet markiert und dann die Links zu den nicht gelisteten Videos an ihre Kunden verschickt. Das Ganze ist letztendlich aufgeflogen, als ein Kunde von ihr von seiner Frau erwischt wurde, wie er ein Video von Lee Felton und ihrem Neugeborenen geguckt hat. Besagte Frau ihres Kundens hat dementsprechend, wie jeder normale Mensch, sehr alarmiert die Polizei gerufen, woraufhin ein Verfahren gegen Lee Felton eröffnet wurde. Vor Gericht verteidigte sie ihr Anwalt jedoch, und das ist auch letztendlich der Grund, der bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht hat, mit der Aussage, dass der Content, den seine Mandantin hochgeladen hat, doch von der Meinungsfreiheit geschützt wird. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass der Content, den Lee Felton in Bezug zu ihrem Kind hochgeladen hat, hochgradig sexualisiert war. Denn sie hat unter anderem sich eingeölt und um den Mund herum ihres Neugeborenen mit ihrer Brust gespielt und dann, wie besprochen schon, gewisse Thumbnails verwendet. Dabei hat das Spielen mit der Brust um den Mund und dem Leib des Kindes nichts mit der Praxis des Stillens im engeren Sinn zu tun gehabt. Das Kind war in dem Fall sozusagen nur Mittel zum Zweck, um diese Art Content zu gestalten. Ja. 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 Der Content, den sie in dem Kontext gemacht hat, mit den Argumenten Thumbnail und Titel, soll tatsächlich von der Meinungsfreiheit gedeckt sein in Amerika. Kinderinhalte, so argumentiert der Anwalt, sollen von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, weil das waren ja eindeutig keine Kinderinhalte, sondern lediglich Videos mit pädagogischem Hintergrund. Der Titel und die Thumbnails ihrer Videos dementieren diese Aussage, diese Verteidigung so stark, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man als Mensch so eine Position zur Verteidigung seiner Mandantin einnehmen kann. Am besten will ich, kann es mir nicht vorstellen. Aber, und dieser ganze Fall ist mal wieder ein Beweis, wie willkürlich wir Menschen gerade im Social-Media-Bereich versuchen, die Meinungsfreiheit zu benutzen, um uns vor jeglichen Konsequenzen in Bezug zu unserem verantwortungslosen Verhalten zu rechtfertigen und zu schützen. Das war eine unglaublich schmutzige Aktion, für die sie zu Recht 10 Jahre in den Knast gekommen ist. Diese ganze Praxis mit Meinungsfreiheit verteidigen zu wollen, ist ein Schlag ins Gesicht unserer Demokratie, die ja von Meinungsfreiheit abhängig ist. Und mit solchen Versuchen, unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, mit unglaublich moralisch verwerflichen, ekelhaften Verhalten durchkommen zu wollen, sehe ich als einen direkten Angriff gegen den Meinungsbildungsprozess und gegen die Demokratie und die freie Weltordnung in dem Fall. Es ist meiner Meinung nach hochgradig gruselig und problematisch, wie weit Menschen zurzeit gehen, um sich selber in so einer Situation zu verteidigen. Also wirklich, beim besten Willen. Ich bin vom Glauben abgefallen im Stream. Bruder, was guckst du mir beim Essen zu? Du bist ja noch hier. Wild, dass du bis hierher guckst. Dementsprechend kannst du auch gleich noch ein Like da lassen, einen Kommentar und meinen Kanal abonnieren. Was hältst du eigentlich von meinen Kopfhörern?
Shoutout geht raus an Tobias Schwuch, dem Ehrenmann, der diese Kopfhörer, diese Babys, diese absolut krassen Dinger, mir gesponsert hat, der Bruder. Auf ganz wilder Basis. Wenn wir hier schon mal so dabei sind, hier in der Endcard zu schnacken, wenn du Ideen hast zu Videos, die ich machen könnte, dann hau die doch in die Kommentare rein, die Ideen. Dementsprechend möchte ich mich am Ende nochmal bei meinem Cutter bedanken, der sich diese ganze Mühe gemacht hat. Ohne ihn wäre das nicht möglich, vor allem nicht so schnell. Und ja, folgen, liken und abonnieren. Ah, ich meine auch dich. Mhm. So, jetzt lass mich weiter essen.